Hallo Welt, da sind wir wieder hier in unserem Vault 123 und wir haben eine Moral von 82 in unserem Vault, eine Note von B- nur bekommen diesmal und wir haben 100 Kronkorken erhalten. Die nächste Bewertung ist noch 19 Stunden und 7 Minuten in der Zukunft. Und als erstes das Erste. Wir grasen alle Räume ab natürlich und sehen, dass all unsere Siedler aufgestiegen sind in ihren Special-Fertigkeiten. Das haben sie gut gemacht. Aber es ist niemand maximal, wie man sieht. Ich meine ja, irgendjemand müsste schon maximal sein. Philipp, du vielleicht könntest Charisma eigentlich maximal schon geskillt haben jetzt. Na, Ghule. Ghule im Vault. Ja, da liegen sie schon. Und unsere Bewohner freuen sich. Uhuhu, so. Ja, sicher ist sicher, deswegen verteilen wir hier fleißig Stimpacks. Und jetzt können wir weitermachen hier mit unseren Skills. Special Attributen. Ja, Philipp, wie weit bist du denn? Auf Level 8 schon? Ja gut, dann wird es ja nicht mal allzu lange dauern. 13 Stunden und 30 Minuten bis zum nächsten Level Up. Und wir haben auch einige Stärke, Leute, die jetzt stärker sind. Und tatsächlich hat es jemand geschafft, maximal aufgeskillt zu sein in... im Sportcenter, in Agility, also Beweglichkeit. Und das ist Ronald Taylor. Ronald Taylor darf dann also in einen anderen Raum. Und da kein anderer Raum, kein anderer Trainingsraum noch Platz für ihn hat, schicken wir ihn mit dieser Agility vielleicht hier oben ins Restaurant, in die Cafeteria, ins Diner. Na wunderbar. Ja, dann hoffe ich, wir können unsere gute Samantha Barton heißt sie? Oh, Samantha Wilson heißt sie. Ja, dann hoffe ich, wir können sie reinlassen. Ja, wir können. Wir haben genug Lagerplatz. Und daher lassen wir sie auch rein. Sie wird uns 16.798 Kronkorken bringen. Wie schön. Und an der Stelle gucken wir natürlich, was machen unsere anderen Ödland-Erforscher. Mr. Handy hat schon fleißig gesammelt, 3214 Kronkorken. Kelly Bush Scott ist gestorben. Wir beleben sie für 1000 Kronkorken wieder. Man kann es leider nicht so gut erkennen, aber ich glaube, sie hat schon mehr als 1000 Kronkorken gesammelt. Also beleben wir sie wieder. Sie hat auf jeden Fall ein legendäres Rezept gefunden. Beziehungsweise ein Rezept für eine legendäre Waffe oder eine legendäre Rüstung. Und wir rufen sie zurück, denn Stimpex wird sie wohl kaum noch haben. Woran ist sie gestorben? Bemerkt, einen Herrn der Supermutanten. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht allzu oft. Der Herr der Supermutanten kommt näher und ist bereit zum Angriff. Ein Kampf gegen einen Herrn der Supermutanten? Schlechte Idee. Weg hier. 9 Schaden erlitten, keine Erfahrungspunkte erhalten. Sie ist aber schon auf Stufe 50 und sie ist daran dann letztendlich auch gestorben. Schade. Nun kommt Kelly Bush Scott aber zurück. Und Catherine JLNS ist ebenfalls gestorben, scheinbar nach 11 Stunden und 6 Minuten. Ja, sie ist ebenfalls auf Stufe 50, hat 5115 Kronkorken gesammelt und sie hat bemerkt einen Myolog-Jäger. Hoffentlich werde ich mit diesem Myolog-Jäger fertig.
Er läuft auf mich zu, der Meyerlock-Jäger wurde zum Gejagten. Jetzt ist er tot. 2 Schaden erlitten. 1455 Erfahrungspunkte hat sie erhalten. Und dann ist sie aber doch gestorben. Und zwar nach einem Tag und 11 Stunden und 6 Minuten. Aber 5115 Kronkorken hat sie gesammelt. Wir beleben sie wieder und rufen sie zurück. In 8 Stunden und 46 Minuten ist sie zurück. Ja, unsere 3 Teams sind angekommen, wo auch immer sie ankommen wollten. Auch unser Elfenteam ist angekommen und ja, das Team mit dem Golden Retriever ist ebenfalls angekommen. Und wie schön, wir haben nämlich gefunden ein Rezept für die T60D Power Rüstung. Die ist schon gar nicht so schlecht. Stärke 2 und Endurance, also Ausdauer 4. Die sammeln wir natürlich und wir haben noch ein Rezept. Samantha war fleißig, sie hat noch etwas Besonderes gefunden. Eine Magnetron 4000 richtet einen Schaden von 16 bis 21 an. Legendär ist das gute Teil. Ja, wunderbar. Magnetron. Nun, diese Waffe ist mir nicht wirklich bekannt. Aber man kann ja auch nicht alles kennen. Wie lange brauchen wir denn noch? 4 Tage und 14 Stunden und 32 Minuten brauchen wir noch für den fokussierten Alien Blaster. Mal sehen, wie wir das am besten machen mit der Zeit dann. Und vor allem müssen wir jetzt, nachdem Samantha so viel doch eingesammelt hat, eigentlich sollten wir sie wieder losschicken, aber wir gucken mal, Samantha. Sie müsste ja jetzt Pause machen eigentlich, genau. Samantha, was kann sie denn noch gebrauchen, außer Stimpaks hier? Sie könnte ein Training vielleicht gebrauchen in Agility. Ja, dann stecken wir sie dort erstmal rein. Moment, das ist falsch, hier unten. Ja, und dann räumen wir natürlich das Lager wieder auf, denn wir werden wohl ziemlich viel unnützes Zeug dabei haben. Obwohl, wir sollten das jetzt ausnutzen, wenn Flashy und Corky da sind. Ja, dann sollten wir hier einmal durch die Kraftwerke gehen und sie etwas beschleunigen lassen. Unfallwahrscheinlichkeit von 18%. Fliegt Schädel. Schade. Hoffentlich kein Red Skorpion. Nein, nur Red Kakerlaken. Nun, wie schön. Dann ging das ja nochmal gut und schnell. 28%iges Unfallrisiko. Nee. Nein, 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 nein. Noch einmal. Nein, diesmal ist es der Red Skorpion. Es sind wenig Leute hier oben drin, oder? Oh, oh, oh. Nicht gut. Gar nicht gut, will ich mal sagen. Habe ich schon gesagt. Oh nein, einer stirbt sogar. Ja, 28% ist auch ein bisschen riskant. Aber diesmal hat es geklappt. Und es ist Eric Drake ist gestorben. 940 Kronkorken kostet die Wiederbelebung. Das ist aber alles nicht so prickelnd. 34%ige Unfallwahrscheinlichkeit. Ja, das läuft heute nicht so ganz so, wie es laufen könnte. Nun gut, den Rest sparen wir uns. Wir haben doch genug Wasser. Ja, so viel können wir gar nicht lagern. Also, das wird Kronkorken wird es ja bringen, wenn wir das Tempo-Teil jetzt einschalten. Aber, na, wir gucken lieber mal nach unserem Lager. Und im Lager haben wir fast nur Sachen zum Verschrotten. 3 Waffen sehe ich, die wir behalten könnten.
verschrotten. Ja, wir verkaufen die normalen Sachen. Und die seltenen Waffen, die verwerten wir. Für 2 Tischventilatoren, 3 Wecker und ein Mikroskop. Ach, die Kampfflinte behalten wir vielleicht mal. Moment, war das 10? Nein, 8, 6 bis 8. Dann geht's zu den Outfits. Auch hier haben wir einiges zu verkaufen. Ach so, Flashy und Corky verlassen den Vault. Ödland-Ausrüstung, na, die sammeln wir erstmal, oder? Oh, wir haben hier einmal den Original-Weihnachtsmann-Anzug. Aha. Perception 4, Endurance 3 und Charisma 4. Ja, aber das soll doch erstmal reichen, oder? Was wir jetzt so verschrottet haben. Obwohl die Handwerker-Overalls, ja komm, die können wir auch. Eigentlich die Ödland-Rüstungen ebenfalls. Und die gepanzerten Vault-Anzüge hier. Förmliche Kleidung. Ja, da haben wir auch schon Besseres mittlerweile. Ja, der Original-Weihnachtsmann-Anzug bringt aber noch ordentlich was drauf. Dann geben wir ihm den mal. Wir können ja keine 2 Weihnachtsmänner hier rumlaufen haben. Vielleicht sollten wir den anderen gleich verkaufen, obwohl... Vielleicht kommt ja irgendwann nochmal eine Aufgabe, in der wir Weihnachtsmänner losschicken sollen. Na, vielleicht nächstes Jahr Weihnachten. Wenn das denn dann überhaupt noch funktioniert hier. Also, ich spiele schon mit dem Gedanken, vielleicht einen weiteren Vault noch zu eröffnen. Aber, erstmal haben wir hier doch noch genug zu tun, ja. Ich denke, die letzte Sache, die wir anstreben werden, das ist, wir werden wahrscheinlich auf jeder Etage einen Mr. Handy haben wollen. Und eine ganze Armee von Mr. Handys nach draußen schicken, wahrscheinlich. Ja, was stellen wir denn jetzt Schönes her, frage ich mich. Ach so, ja, wenn, dann stellen wir irgendwas Seltenes her, meine ich. Noch einen neckischen Schlafanzug? Haben wir da nicht einen schon hergestellt? Ich glaube schon. Ja, ich glaube, die Offiziersbekleidung, die wird schon ganz gut sein. Oder die robuste Ödlandbekleidung. Oh ja, das ist auch gut. Ja, legendäre Sachen können wir noch nicht herstellen. Dafür müssen wir den Raum hier noch einmal aufleveln. Stellen wir das doch mal her. In 9 Stunden und 23... Wie lange dauert das? 9 Stunden und 23 Minuten? Ja.
da wird es fertig sein. Oh, womit habt ihr denn hier zu kämpfen? So viele Maulwurfsratten gegen euch? Oh nein, da ist ja jemand ohne Waffe, sehe ich gerade. Emily Berry. Emily Berry? Wann haben wir die denn bekommen? Das ist auch schon... Ah, es ist schon eine Weile her. Hat sie denn nicht Perception ein wenig mehr? Nein. Dann bekommt sie die Kampfflinte. Wird schon klappen. Nun, dann brauchen wir noch, wir müssen noch die Waffe vergeben, das Scharfschützengewehr. Das machen wir in der nächsten Folge. Diese Folge ist am Ende und ich darf mich bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.